Steve Dunn hier vom Snail Trail. Es ist ein kalter, nasser, windiger Tag in Februar. Nicht gerade das Wetter, wo man sagt, hey, ich will walken gehen. Ich versuche täglich etwa 10 Kilometer zu gehen als Vorbereitung auf die lange Reise von Deutschland nach Spanien. Und wisst ihr, es sind die kleinen Schritte, die einem hilft, im Leben voranzukommen. Was wir heute tun, ist eine Vorbereitung auf morgen. Und ich habe festgestellt, dass die Wege bergauf, bergab, sei es beim guten oder schlechten Wetter, manchmal in der Dunkelheit, weil ich keine Tageslicht mehr habe, das ist das, was mich stärkt, was mein Immunsystem widerstandsfähig macht. Jesus sagte, wer ihm folgen will, sollte es täglich tun. Täglich das Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Es ist dieses tägliche Gehen mit Jesus, was uns schließlich uns dorthin führt, wozu Gott uns geschaffen hat, dass wir in unserer Bestimmung leben. Es geht auch im Leben auf und ab. Und Jesus bringt uns durch die verschiedene Saison des Lebens hindurch. Und das ist, was uns stärkt. Das ist, was uns formt. Und Resilienz in der Seele bewirkt. Und so möchte ich euch ermutigen, macht diese täglichen Schritte mit Jesus unterwegs im Leben. Er bringt dich zum Ziel. Und du wirst dann in deiner Berufung und in deiner Bestimmung leben. Alles Gute und Gottes guten Segen.